Nö, das hätte ich auch gemacht, wenn ich nicht gestorben wäre. La la la. Kompensation, Ego. Kann ja nichts machen irgendwie. Kommt ihr nie nach? Ich bin schon an der Stelle. Nö, wir gehen rum. Oh, Sushi sehe ich morgen. Voll geil. Ah! Au! Ich gehe unten rum. Halt noch auf Magier. Ich bin ein Hebel aktiviert. Ah, guck mal, Felix, ich hab dir geholfen. Ja, da passt hin. Ich hab geholfen? Ich hab uns geholfen. Oder ich hab uns geholfen. Ich kann auch kleinere Kisten machen. Ja, du kannst auch kleinere Kisten machen. Das ist vollkommen korrekt, Lumi. Aber die ist jetzt zu klein. Was, ihr geht jetzt unten lang, oder? Nee, wir haben da unten einen Hebel betätigt, damit wir überhaupt hier hochkommen. Wir sind hier hochgekommen, aber... Ich glaube, Lena hat nicht verstanden, wo es hier weitergeht. Wo ist denn, was ist mit dieser Riesenflasche da unten? Welche Riesenflasche da unten? Die neben dem Hebel. Was? Das da? Ah, oh, da bin ich nicht hingelaufen. Oh, schön. War zu einfach, nichts mitzunehmen. Ich hab die ganze Zeit bloß ganz leicht gezielt und hab mit 5 Pfeilen den Goblin platt gemacht. So, wo geht's jetzt lang? Da, hier diese Plattform ist runtergekommen, da können wir jetzt drauf und da hoch. Und bei mir gibt's ja eh nur Veggie-Sushi, aber... Na? Sushi ist eine geile Sache. Ich komm ja schon! Ich komm ja schon! Lena träumt noch von Veggie-Sushi. Ja, in der Tat. Aber Veggie-Sushi, oh, ich schaff's halt wieder dort voll rein. Ich glaube, ich sterb gleich. Möchte mal jemand jetzt hier durch? Ja, warte mal. Ich hab jetzt Platz gemacht. Ja, ich geh da durch. Warte mal. Oh. Nein, ich musste mich nochmal heilen. Flieg. Danke. Nein! Naja, nein. Lass. Hui! Wie so ein riesiger Kinderspielplatz, das Game, ey. Ja, das wieder ein Goblin, gell? Ja, das schafft ihr schon. Haha, super! Ich bin jetzt schon hier oben. Ich krieg kein Viereck gezeichnet. Ich spiel Raffnick, ja, ich hab Panik. Sehr gut. Im Springen! Kann ich denn eigentlich leveln? Oh, ich sollte vielleicht mal leveln. Ich level mal kurz. Ich kann aber hier den Aufzug hoch. Und ist der Levitation? Heißt das, ich kann die bekehren? Levitation heißt fliegen lassen. Ach so, auch okay. Felix, da oben fliegt das für dich rum, ne? Ja, das ist doch zum nice. Dranhängen. Dann kann ich endlich mal rausgehen, die scheiß Typen. Und über dir ist noch was. Ich werde fast von dem Ding ja erschlagen. Du kannst aber nicht davon erschlagen werden, glaube ich. Ah, ich bin runtergefallen, super. Wenn übrigens zwei Leute aus einer Blase stehen, steig ich nicht mehr. Muss mal auf den nächsten warten. Ist der Platz das da ist ja oben. Gemein. Hui! Muss die Blase rüberschieben ein Stück? Kann ich das? Ja, kann ich. Nice. Oh. Ein Gedicht. Oh! Merkwürdig. Oh, Wasabi ist so geil. Was will man mit Wasabi? Das verstehe ich auch nicht. Habt ihr jetzt einen Startbildschirm oder? Nee, wir haben das nicht gedrückt, aber wir haben das Ding auch bekommen, ja. Was haben wir bekommen? Also können wir jetzt die Erfahrung. Das Sammelding haben wir bekommen. Achso. Nee! Och, komm schon. Wenn das jetzt jemand nutzt, also die Fähigkeitenpunkte, sind die dann für alle weg oder? Nee, du hast deine eigenen Fähigkeitenpunkte. Echt? Ja. Wir sammeln nur zusammen die Tränke und sowas. Ich werde morgen mit einem Freund Sushi essen und mich betrinken. Das wird voll schön. Mit Sake? Nö. Der hat noch nie wirklich in seinem Leben Alkohol getrunken. Das wird wahrscheinlich sehr spannend. Oh, also ein Sake und dann ist alles durch. So in etwa, ja. Ist noch irgendwo was? Dann ist es heute für mich mit Missy. Die Welt braucht mehr Fische. Ich bin da. Weil das, glaube ich, die Fischgründe nicht vertragen, mehr Sushi für alle. Das ist sowieso vegetarisch. Ja, du. Was für ein lustig das Wasser aussehender hier. Fels. Was für ein lustig aussehender Fels. Genieß bin fertig. Deine Dusche. Kann ich nicht behandeln. Du musst was anderes bewegen, meine liebe Lena. Du musst was anderes bewegen. In dem Level. Ne. Überleg doch mal. Nein, 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 nein. Das würde aber auch gehen. Wenn ich es richtig mache, geht es auch. Ja. Doch, Moment, doch. Wenn ich mich noch drunter stelle, geht das. Ja, drei Tropfen füttern die Pflanze oder was? Moment. Warte.
Reicht noch nicht gerade. Weiter nach oben. Winkeliger machen. Weiter nach oben. Du musst wahrscheinlich weiter oben anfangen, wenn es weiter runter. Ja. Ja. Bis er geht. Bitte? So war das zwar nicht gedacht, aber es geht. Salat. Guck mal, du Salat. Einen gesunden Appetit hat die Kleine. Riesensalat. Oh, knuffig. Ist die knuffig? Ich will sie knuddeln. Und Riesensalat. Riesenschnecke. Schleimig nom, Schleim. Nom, 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 nom. Was ist das? Was auch immer das war. Ich bin froh, dass es die andere Richtung eingeschlagen hat. Ich bin froh, keine Sudoku mehr lesen zu können. Ja, Missy, du bist ja abgehärtet. Hast du jetzt, ist die Meldung jetzt weg bei dir, Lumi, eigentlich? Nö, die kommt immer mal wieder. Hab mich jetzt aber schon dran gewöhnt, ich sehe sie fast nicht mehr. Da oben ist noch ein ganz großes. Dann holt es doch, oder braucht ihr mich dafür? Da. Ich komm nicht ran. Du kannst doch mit deinem Zauber das bewirken, oder was? Nein, da kann ich das. Ich kann das Blatt runter machen, aber die schwebt ja in der Luft über dem Blatt. Schritt die geworfen? Das war. Wir müssen das besser teilen. Aber. Halt ich, was du machst da oben. Ich hab. Ich hab dieses blöde Ding hier rum. Das ist ein Sand. Ihr habt beide die gleiche Farbe, das verwirrt mich total. Wenn ich so kurz gucken muss. Benny, unter dir ist noch was? Achso, ich hab den Blotzen. Use and turn lever, was? Ich flieg hier mal gemütlich. Drück doch mal E. E gedrückt halten. Und dann muss man die Seite drücken. Ach, D wahrscheinlich dann. Ja. Wenn du das durchspielst. Ja. Tada! Nein, Benny, du bist zu fett. Aber du musst es auch weiter halten, weil es geht wieder runter. Knapp. Da geht es übrigens auch wieder runter. Jetzt? Das ist eine gute Frage. Jetzt musst du, glaube ich, das Ding hier wieder hochschweben lassen, weil sonst geht's, glaube ich, nicht. Das hier unten, sorry, wir standen da im Weg. Halt mich jetzt nicht auf! Ich kill euch! Was? Ich muss da rüber zu dieser rechten Blase und ihr habt mich jetzt voll nach links gedrückt. Ich geh jetzt auf die hier. Ich glaube, das soll fliegen. Kann auch auf die gehen. Nein. Benny, du bist zu fett. Das ist generell, wenn du zwei Leute hast. Aber jetzt ist doch eingeklemmt, jetzt kommen wir tatsächlich rüber. Aber warte mal, der Felix will ja noch geheime Sachen holen. Hast du jetzt da oben alles? Ja, ich hab da oben alles. Ich hab einen dicken Hammer! Ich hab einen dicken Hammer! Mr. Xandrius! Benny! Xandrius! Verdammt! Ja! Abgekürzt, ich weiß ja nicht den Namen nicht mehr. Das ist doch gar nicht meine Aufgabe da oben. Also kann ich machen, aber. Warte, ich will den zerquetschen! Ist der nicht schon zerquetscht? Das war nicht. Ich hab eine Erwischung freigeschaltet. Wie nice ist das denn? Ich kann die jetzt auch schweben lassen, gell? Ich will die schweben lassen. Guck mal! Aber du kannst immer nur einen schweben lassen halt von denen, ne? Ich fliege! Ist ja schon tot, das ist nur die leichteste der Reihe! Ja, da kümmere dich mal lieber um den, der noch angreift, weißt du? Versuch ihn zu treffen! Aber das ist Eispfeile, Felix. Das ist natürlich auch interessant. Damit kannst du auch Wasser gefrieren, tatsächlich, und dann draufspringen auf das gefrorene Wasser. Hey, Lumi hat da eher Benny. Was? Benny! Das ist nichts zum kaputthauen. Hä, aber da. Ach nee, das ist ein Checkpoint. Ach, das ist ein Checkpoint. Nee, ist es nicht, aber die Dinger waren schon ganz heit. Wey, das war dumm. Hier oben, Felix, das ist deine Aufgabe jetzt. Ich bin gesprungen, du dummes Spiel. Nee, daneben. Also da oben drauf kannst du auch versuchen zu kommen. Aber rechts daneben wäre deine Aufgabe. Tot. Ich finde das nicht in Ordnung. Weil da eventuell diese komischen Blubberblasen sind, die alles kaputt machen. Ich bin gesprungen. Ja, aber da sind drei Blubberblasen. Wenn dich drei davon treffen, bist du, glaube ich, kaputt. Aber ich bin gesprungen, um auszuweichen. Ich bin Spieler. Kann ich übrigens, glaube ich, kurz wiederbeleben. Moment, das war doch gar nicht so weit weg hier. Nee, ich lieg da unten, bin halt tot. Aber am Checkpoint kann ich dich wiederholen. Dankeschön. Ich bin halt tot. Ich hatte eh gerade nichts zu tun. Felix muss das, glaube ich, irgendwie hier. Das war nicht in Ordnung. Das war einfach nicht in Ordnung. Ja, du kannst aber was in den Weg stellen, genau. Dann ja, kommen wir auch darüber. Ich weiß. Und dann kann ich hier noch blocken. Ja, Lumis Aufgabe hier. Ich kann hier nichts machen. Ich kann hier nichts machen. Was machst du? Und wenn ich mich. Ich wette, wenn ich jetzt hier runtergehe, falle ich durch. Jetzt probiere ich was. Was machst du jetzt? Da! Da! Der hätte einfach nur dranhängen müssen und ein bisschen schwingen, damit das Ding rüberrollt. Das meinte ich eigentlich.
Oder dranhängen und Lumi schickt das rüber. So. Da oben ist noch einer. Aber ich weiß nicht, was. Kaputt machen? Ja, kann ich kaputt machen, guck mal. Mein Magic Hammer. Ich hab halt einen dicken Hammer. Ihr könntet ja einfach hier diesen tollen, dieses tolle Quadrat nehmen, der Zauberer. Moment, hier ist Kampfmusik. Moment, wir haben einen Gegner. Auch einen töten. Ja, dann kommt zu mir! Hilfe! Felix, könntest du denn hier durch die Ritze übernehmen? Oder du, ja, Lumi kann das auch machen. Alles gut. Er fliegt! In meine Arme! Lumi, komm mal her! Was denn? Ich brauche hier eine Kiste. Hier, wo der Benny steht. Da. Ich hab einen Hammer. Ich brauche die da an der Kante, da wo du jetzt stehst. Hallo Matze, herzlich willkommen. Du musst jetzt aber nicht alles alleine machen. Ja. Ja, so, ich hab's geholt. Flieghammer, ich bin quasi Tor. Alles nur mit, klar, viel Spaß. Nur mit dicken Hammer und mehr Rüstung. du kannst auch einfach dran hochspringen. Und wenn du an der Wand bist, noch eine Leertaste drückst, springst du höher. Way, scheiße, das war so nicht geplant, ich bin tot. Das war tatsächlich dumm. Ich sterb, glaube ich, am meisten. Wir könnten den Kirchen runter machen. Wo ist mein Borik, wenn ich ihn mal brauche? Für den Kill-Counter wäre das ideal. Ein Death-Counter, meinst du? Was ist denn hier? Brauchst du? Ups. Oh, ich flieg ständig runter von diesem bescheuerten... Von den Felsen? Wie soll ich jetzt zu euch kommen? Du musst ein bisschen laufen auf den Felsen, kannst du bloß drauf stehen, ne? Ja, das ist mir schon klar. Ich hab dich gerade abgeladen, Lumi. Auf deine Kiste? Nö, ich nicht. Ups. Nein, ich bin schon wieder runtergeflogen. Aua! Ja, ich hab einen Hammer geflogen. Du hast gerade das schwingende Ding in der Mitte damit kaputt gemacht. Zum Glück bin ich gerade noch deiner blöden Kiste da ausgewichen, ey. Oh, das war genau so beabsichtigt. Ich wollte gar nicht, dass du die eventuell erwischst oder so. Hätte mir voll leid getan, wenn du jetzt in diese Kiste gefallen wärst. Und was macht die Kiste da drüben an diesem Irgendwie Fest? Habt ihr mir jetzt was kaputt gemacht, glaube ich, oder? Nee, doch nicht. So. Kiste. Au, oh. Ich bin halt gestorben, ey. Benny ist gesprungen, ich konnte nie weiter. Nein. Oh, guck mal, das Ding ist cool. Luft aus diesen Rohren. Ich kann fliegen. So geht's auch. Doch. Das ist bloß aber, lässt sich nicht so leicht ausbalancieren. Tatsächlich gibt es hier, glaube ich, einen anderen Trick. Ich überleg gerade noch, wo. Eine Planke? Nee, warte. Du musst das da wahrscheinlich was hier zum unten dran machen. Blockieren, oder? Damit es da anders auskommt. Nee, du kannst ja nicht blockieren. Okay. Aber ich glaube, es gibt irgendwo noch ein zweites Stück, was du da dran pappen kannst. Jetzt hier fest. Aber jetzt ist weg. Bei mir backt die nicht fest. Bei mir ist die ganz neu geflogen. Kannst du das Rohr hier unten umbiegen? Genau, dieses Rohr kannst du hier nehmen. Kann ich nicht, wenn du draufstehst. Das konntest du nicht, weil da noch eine Ranke dran war. Die musst du näher ans untere musst du dran machen. Und du kannst, glaube ich, Sachen auch drehen, wenn du die in der Hand hast, also im Flug hast. Aber wie? Fliegkiste! Objekt drehen kam mir gerade. Das dreht sich aber nicht. Wenn wir Hebel benutzen? Welchen Hebel? Warum steht, wenn wir die ganze Zeit Hebel benutzen? Welcher Hebel? Okay. Ja, Hebel, das andere. Immer noch. Ja, aber es dreht sich halt nicht. Q oder QE, irgend sowas? Nee. Mausrad? Nee, ich guck jetzt in den Optionen nach. Ey. Einstellung. A und D vielleicht? Nein. Nimm doch einfach mich. Du machst es die ganze Zeit gegen Felix, ne? Wenn da Gegner kommst, dann hört es auf zu fliegen. Ah doch, mit A und D geht's. Mit A und D geht's. Darfst nur nicht gegen Felix kommen, weil dann... Felix ist im Weg. Hört's auf. Ja, so, jetzt noch ranpappen. Ja, jetzt lass mir mal einen Moment Zeit. Es muss ploppen. Auch gleich mal. Da oben ist noch mal ein großes. Hier, Felix. Spring, mein Kleiner. Meine Kleine. Ja. Nee, deine blöde Kiste. Aua, brauche ich nicht. Das macht so Spaß, euch Kisten auf den Kopf fallen zu lassen. Ich kann euch auch Kisten auf den Kopf schmeißen. Hier, ich mache Kistenbowling. Ich habe eindeutig den richtigen Hero bekommen. Hier, bring die Kiste mit. Ich habe eine Pet-Kiste.
Ey, lass meine Petkiste runter! Aua. Bonk! Und wie lange soll sie runterlassen? Oh, oh. Ja, Petkisten! Oh, wow. Das ist monströs! Warum krieg ich nur was ab und... Aua! Aua. Eventuell bin ich halt gestorben. Kobold. Eventuell bin ich voll verwirrt gerade, wo ich bin. Du bist links unten. Aua! Warum kann ich die nicht kaputt machen? Wenn ich die fliegen lasse, sterben sie nicht. Nö, ist richtig. Ich muss die kaputt hauen dann, oder sowas. Dachte, ich kann sie vielleicht irgendwie gegen die Wand hauen oder sowas. Ich will auch kämpfen. Ich blockiere nur. Ich glaube, wir müssen die irgendwie von oben angreifen oder so. Oder irgendwas. Ich will mal die Kiste von oben irgendwie drauffallen lassen. Ich glaube, deine Kiste brauchen wir nicht. Ich glaube, wir brauchen andere Sachen. Au! Sowas zum Beispiel. Bon. Super, und ich bin bei der Aktion draufgegangen. Nee, du wurdest bloß ein bisschen angeklappert. Riesige Schnecken. Was kommt als nächstes? Ein gigantisches gegrilltes Schwein, hoffe ich. Ein gigantisch gegrilltes Schwein. Wer sind diese seltsamen Leute? Ich behalte sie besser im Auge. Schönes Schwanfell. Der Prime hatte unsere Helden zu einem seltsamen Wald gebracht, wo sie Kobolden und gewaltigen Kreaturen begegnet sind. Nachdem sie sich den Gefahren der verlassenen Ruinen gestellt hatten, kamen sie zu einem großen, dampfenden Sumpf. Doch ahnten sie noch nicht, dass nun jemand ihre Reise mit großem Interesse verfolgte. Was wird denn da gefeixt im Hintergrund? Ich frage mich, nicht den Schwanz massieren nebenbei. Ich hab gar keinen. Mir ist gerade eine Erdnuss runtergefallen und meine Puschen, also meine Hausschuhe. Dabei sind es solche Tiger-Hausschuhe, die eigentlich eng anliegen. Ich weiß gar nicht, wie diese nicht Erdnuss Puschen. Das geschafft Puschen. Hat. Das ist Puschen. Ein U. Nein, Puschen. Komm mal in die Puschen. Habt ihr schon weitergedrückt? Nee, habt ihr nicht. Nee. Ich häng noch bei Jodel fest. Sehe ich nicht super aus, wenn ich so den Hammer halte? Wie ein Irrer, ey. Ein echter Mann. Sexy. Sexy, ich würde alles für dich tun. Wisst ihr, Blumi würde alles für mich tun. So, nochmal das Ding hier. Jemanden, der sexy ist, wenn, aber... Ey, du hast gesagt, ich bin sexy und ich würde alle für dich tun, ja, und eindeutig. Nur wenn du den Hammer über dem Kopf hältst. Da muss ich mir noch so einen Hammer besorgen. Verdammt, das muss ich Cosplay machen. Ja, als Cosplayer würde ich... Oh Gott, ich wollte schon immer mal mit einem Cosplayer vögeln. Ich bin nur kein Cosplayer. Ich verkleide mich kurz als... Wenn ich gar nicht mit dir vögeln will? Hä? Ich verkleide mich kurz als Trevor. Als Trevor, uff. So ein Ursa wäre voll nett. Könnt ihr mal hier mitmachen, oder? Nö. Hammer! Geil. Ich schaff das schon. Machst du denn da? Guck mal, ich kann das abdrehen. Mit dem auf den Kopf gehauen, damit ist es nicht gut. Ich glaube, der Zauberer ist der Troll in dem Spiel. Er ist super unnütz. Das ist überhaupt nicht, den braucht man für alles. Tatsächlich. Oh, scheiße, ich nicht liegen. Schön, dass ihr. Hier, Benny, ich hab einen Kämpfer für dich. Hat lang gedauert. Wo ist denn Lena jetzt da hochgekommen? Oh. Das ist ein Hammer. Arja, kannst du mir mal eine Kiste hier drüben bauen? Oh nö, lass mich hüpfen! Danke. Bin ich noch höher? Nee, schade. Hallo! Hallo! Hallo? Mach ich das selber. Nein, ja? Scheiße. Mach's dir selber. Ist mein Hammer nicht da? Besser geht's nicht. Mein Hammer nicht mehr. Was machst du da oben? Wo ist denn mein Hammer hängen geblieben? Du hast ihn deaktiviert mit dem Druckknopf links. Welchen Druckknopf? Da gibt's so einen Druckknopf und dadurch aktiviert er sich. Mein Hammer. Ach, dein Hammer. Den ich die ganze Zeit rumwerfe. Ah, da ist er doch. Der ist irgendwo hängen geblieben. Aber bitte, das helft dir. Ich kann auch die Bienennester rumfliegen. Das ist ja witzig. Kommt ihr jetzt eigentlich irgendwann mal wieder, oder? Wir brauchen dich noch, hier sind noch Sachen zu finden. Oh, dann
kommen ja halt wieder zurück. Ja, die kommen ja wieder zurück. Wir voll der faule Zauberer und vorbei und haben keine Ahnung. Wir haben da vorne schon alles Mögliche zusammengekauft. Hier, wir müssen das Ding hier muss höher fliegen. Viel höher. Das Ding höher. Wo wir draufstehen, das muss höher schaukeln. Ja, schaukeln. Perfekt. Ui, und der Felix fällt einfach wieder zurück. Da kommen jetzt nämlich Bonussachen runtergefallen. Eins hier und eins ist drüben runtergefallen. Au! Also mehr brauchen wir jetzt nicht mehr, jetzt kommen wir wieder zurück. Ja, super. Wo ist das hingefallen, eigentlich? Ja, wir finden das noch, weil das ist ganz schön weit weggeflogen. Ich leg's eben rein. Wo ist es denn hingeflogen? Nach links oder nach rechts? Rechts, irgendwo nach rechts, aber ich weiß nicht, wie weit nach rechts. Hm. Ja, wir sehen das noch. Huch, ah, hier ist nichts, guck mal. Schön, dass ihr schon vorlatscht. Wo bleibst denn du hängen gerade? Ja, ich, ich bin runtergefallen. Ja, komm doch wieder hoch. Ja, das war nicht ganz so einfach. Kann man dir wieder helfen? Nein, alles okay. Nein. Der alte Mann braucht ein bisschen Hilfe beim Gehen. Geil, ich glitsch hier unten fest. Oh, ja, geil, also guck mal, Benny. Das geht, oh gut. Ich hab den festgeklemmt. Achso, ja. Das ist halt physikbasiert, das Spiel, ne? Warum ist der gerade nicht? Lumi, kannst du noch ein bisschen schaukeln lassen hier? Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ich bin über dir, das siehst du an dem Pfeil. Ah, ist hier noch irgendwas? Weiß ich jetzt nicht. Kann ich schlecht sehen. Scheißegal. Einfach mal. Oh, wohl nicht. Wir kämpfen da schon wieder. Der Übermut kämpft. Oh, das war ein netter Treffer. Das ist auch so ein Übermut. Du bist jetzt schon tot. Ja, der ist so. Meinst du, der ist mit der Leichenschändung? Der ist nicht tot. Meinst du, der ist tot? Klar ist der tot. Der ist nicht tot. Okay, warte mal, dann nehmen wir den. Der ist aber auch gerade gestorben. Nimm doch mal die Lebenden. Mit dem Druck macht viel mehr Spaß. Yay! Da ist noch einer. Hier ist übrigens noch Bonus-Sachen hier, Bonus-Dingens über mir. Lass uns erstmal die Gegner töten und dann können wir auch noch Bonus. Bin ich nicht tot? Jetzt, ja. Hier links über mir. Jungs, Mädels, Zauberer. Hey, ja. Genderfluid. Das ist irgendwie unpraktisch, ein bisschen wenig Platz. Das war länger. Eigentlich. Ja, vor allem danke, jetzt fahre ich wieder runter. Immer schön die Leute blocken damit. Ja, natürlich. Warte mal, ich halte es euch mal hier so hin. Ja? Ach Mann, hey. Das war nicht nett von dir. Nimm das da einfach auf mich drauf. Dann geht's doch. Hab's schon. Ist doch einfacher als dieses komische Zeug, was am Weg ist. Wenn der Zauberer ordentlich hinbekommen würde, würde es auch schneller gehen. Das alles nur am Zauberer. Das merke ich mir. Ich weiß schon, wer als nächstes sterben wird.